Heiri Bachmann, ihr seid hier Richter bei dieser emmentalischen Kleintierausstellung. Wer legt eigentlich die Kriterien fest, nachdem die Tiere bewertet werden? Also die Kriterien werden festgelegt aufgrund der Europäischen Standardkommission. Also wir haben einen Standard, der international gilt, der in Europa festgelegt wird. Ja. Erster Eindruck macht einen guten, kräftige Zippen. Ich die Zahnstellung kontrolliere, ob die korrekt sind. Ob sämtliche Krallen vorhanden sind. Ich könnte vorne je 5 und hinten 4 Krallen. Geschlechtsteil, ob der gut ausgebildet ist. Blumen. Heisst also der Schwanz, dem sagen wir Blumen, ist die Verlängerung der Wirbelsäule, ob die korrekt ist. Das scheint alles gut zu sein. Ohren messen. Die Ohrenmessschablone. 12, 8, 13, 5. Das ist ideal. Der hat 13, hat er sie. Eine schöne Farbe, ein schönes leuchtendes Orange. Japaner wird man eigentlich fast wie ein Schachbrett auf dem Tier haben. Im Idealfall. Das heisst, eigentlich immer die Kopfzeichnung. Und nachher im Idealfall wenn nachher hier das Ohr auch schwarz. Und dann auch hinten so ein Schachbrett. Es ist sehr schwierig, ein Ideal zu erreichen, aber doch immer hier sehr ansprechende Tiere. Sinn und Zweck der Bewertung ist einerseits so ein Wettkampf unter den Züchtern. Andererseits ist es aber auch so, dass jede Rasse einen Standard hat. Und damit man so genau wie möglich an diesem Standard herzüchten und nicht mit Fehlern, mit vererbbaren Fehlern weiterfahren und so eigentlich eine Rasse von ihrem Standard wegbringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte. Also macht die sechs weniger als 194. Die Bewertungskarte ist ein Dokument, das tun wir unterschreiben. Und die Züchter tun das nachher aufbewahren und haben eigentlich Freude, dass sie eine schöne Bewertung haben, und halt ein bisschen weniger Freude, dass sie ein bisschen weniger Punkte haben.